Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eventide, slawische Fabel, die Bonus-Story. Genau, und im letzten Part haben wir hier den Enterhaken ergattern können. Und damit mache ich jetzt einfach so. Und da ist das Nest. Guck mal, jetzt mache ich das los und dann fliegt er weg. Nee, darf ich nicht. Schade. Ein Zahnrad. Jetzt muss ich wieder zurück zum Bären. Und da tun wir das Zahnrad jetzt rein. Der Hebel links sollte den Mechanismus starten. Der da? Setze die Zahnräder so in den Mechanismus, dass sie sich alle drehen. Ja, das Rätsel kennt man ja, ne? Also das ist ja immer so, fast in jedem Wimmelbild irgendwie, ne? Diese Zahnradrätsel. Das sieht nicht gerade ein bisschen unübersichtlich. Aber gut. Oh, wir geben einen beiseite. Das ist auch eins, ne? Gut. Ich hole mal eben alle her. Ist das auch eins? Ja, das ist ein Zahnrad, aber das kann ich leider nicht wegnehmen. Okay, dann gucken wir einfach mal, was hier so passt. Eher so rum. Warte mal. So, perfekt. Perfekt. Und jetzt? Bist du befreit? Seine Pfote ist verletzt. Ich brauche Kräuter, um sie zu heilen. Oh, guckt euch das mal an. Das tut bestimmt weh. Oh, kleiner Bär. Er ist so flauschig. Gießkanne? So wird das nichts. Ich wäre überrascht, wenn das funktionieren würde. Sollte. Brauche ich Wasser? Ich muss hier zurück. Ah, so geht das. Gießkanne mit Wasser. Funktioniert das jetzt? Oh, und alles blüht. Oh, sehr schön. Flohsamen. Die sollen das sein, okay. Oh, die sieht man aber schwer. Obwohl. Noch geht's. Wie viel brauche ich? 12 natürlich. 12 Flohsamen. Diese Distel hat scharfe Dornen. Ich werde sie nicht berühren. Nee, lass mal lieber. Ich muss dieses Spinnennetz irgendwie entfernen. Ach, mach das doch mit der Hand. Jedes Mal dieses Drama, Kind. Stellt sich ja Roman? Ja, hier. Huh. Ein Eichhörnchen, da ist es wieder. Kann ich noch was mit dem Stock machen? Das Eichhörnchen K.O. hauen. Nein, Quatsch, das mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Ein Frosch. Eine Schnecke. Eine Schnecke. Wie viel brauche ich? 2 noch. Nein, die wollte ich auch gar nicht berühren. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hier haben wir auch wieder Heidelbeeren. Ich finde, die sieht man wirklich schwierig irgendwie. Das hier ist keine. Nö, das ist keine. Die sieht aber so aus, oder? Ah. So geht das also. Kräuter. You have everything you need to save the bear. And you have a good heart. You can go further. But a new trial awaits you. Remember to use your wisdom as you navigate the maze. Was für ein Labyrinth. Hoffentlich kein Schiebelabyrinth oder sowas. Dann werde ich sauer. Die kann ich wahrscheinlich... Doch, kann ich. Oh, er freut sich.
Oh, er hat sich gefreut. Habt ihr das gesehen? Voll niedlich. Ah, voll cool, dass das so, naja, das Dorf hier ist, ne? Was sie auch schon in der Hauptstory hatten und so. Voll cool. Jetzt gehen wir zur Hütte. Reshi let you through his forest. You've earned his trust. Will you help me? The pipes leading to my bath are broken. I tried to fix them, but couldn't. Okay. Da ist Leshy wieder. Er hat Probleme mit seinem Rohr. Ja, da helfen wir natürlich. Und wir haben ein gutes Herz. Oh, einen Hexenhut. Hier, den kann ich bei Widget benutzen. Bei Widget, da kann ich den benutzen. Da ist irgendwas und die Piepmätze stören mich. Ein Huhn. Eine Vogelscheuche. Okay. Da brauche ich einen Schlüssel. Ah, das ist wieder so eins. Okay. Muss ich mal eben schauen. Hier haben wir ein Messer. Da haben wir einen Kürbis mit Gesicht. Was soll das denn sein? Mais. Kann ich den da schon raufsetzen? Nee, noch nicht. Sehr schöne Musik wieder. Oh, eine kleine Maus. Diese Maus sollte an Käse interessiert sein. Bestimmt. Diese Jacke ist zerrissen. Ich muss sie reparieren. Ach hier, der ist doch dafür. Mais. Was mache ich denn mit dem Mais? Fragen über Fragen. Oh, da ist auch Käse. Hier. Knabber. Oh, sie ist so niedlich. Ein Seil, okay. Das geht nicht. Natürlich nicht. Vielleicht geht sie weg, wenn ich sie füttere. Gott. Ja, der Schlüssel ist jetzt sehr warm. Durch das Hühnchen. Und eine Sicherheitsnadel haben wir. Kann ich jetzt hier irgendwie was zusammenflicken? Ja. Eine Jacke. Hier ist der Faden für. Dann kann der da rauf. Kriegt er eine Jacke an. Wofür ist die Feder? Ah, cool. Tada, unsere Vogelscheuche. Sehr hübsch. Soll bestimmt hier hin, oder? Und dann komme ich hier auch schon ran. Ein Rohr. Oh, ich weiß, glaube ich, schon, was wir machen sollen. Oder? Das Teil, ja, ein Rohrteil. Okay. Da ist noch was. Hm, ich habe es mir gedacht. Ich brauche ein Ventil. Ach so, ist noch gar nicht fertig. Ja, mit so einem Rätsel habe ich schon gerechnet. Als ich dieses Teil eben gesehen habe. Finde den heiligen Platz. Erstmal ist hier irgendwie ein Lenkrad. Beziehungsweise ein Ventil. Ein Lenkrad. Ah, okay. Da brauche ich auch wieder einen Code für, oder? Ich muss den Hinweisen folgen, ansonsten verlaufe ich mich. So, drehe die Rohre, dass das Wasser wieder hindurchfließen kann. Okay, ich probier's. Das muss hier hin, ne? 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 Okay. Viele Wege führen nach Rom. Schauen wir mal, welchen Weg wir nehmen. Und das sieht nicht gut aus. Nee. Das sieht nicht gut aus. Da komme ich nicht hin, ne? Nee. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier irgendwie lang müssen.
Eventuell. Was mache ich da? Vielleicht soll ich doch eher so rum anfangen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie... Schade, dass man die nicht vertauschen kann. Aber solche Rätsel finde ich cool. Die sind eigentlich in Ordnung. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht so oft. Also in ein, zwei Wimmelbildern, die ich mal gespielt habe, ja. Vielleicht geht es auch hier hoch. Wir probieren erstmal ein bisschen aus. Obwohl. Die kann ich nicht tauschen. Nee, also der muss so rum. Das ist klar. Hier hoch. Irgendwie gemein hier. Eine gemeine Stelle. Ah, wir haben's. Super. Ein cooles Rätsel auf jeden Fall. Und wir haben ein Mondsymbol dafür bekommen. Okay. Thank you. It's so good to have running water again. There is an ancient sacred place at the end of the maze. Take care of it, and it will reward you with access to the flower. Good luck. Ja, ich habe ihm die Rohre verlegt und jetzt hat er wieder fließendes Wasser. Ja. So, ein ritueller Dolch und ein Mondsymbol. Wo bin ich? Da bin ich. Also ich bin hier schon richtig. Aber es sieht hier sehr schön aus, muss ich sagen. Eine Eule. Da habe ich ein Horn. Ah, das muss man wieder so zusammensetzen. Alles klar. Das kommt dahin. Der braucht seinen Zahn. Dieses Symbol hilft mir, durch das Labyrinth zu navigieren. Alles klar. Also müssen wir hier lang. Und da ist auch wieder die nette Eule. Sehr, ein sehr schönes Tier. Ich mag Eulen gerne. Ich komme nicht an das Amulett heran. Wenn nur ich es da irgendwie herunterschlagen könnte. Ah, hier. Mit Pfeil und Bogen. Sehr schön. Dieses Symbol hilft mir, durch das Labyrinth zu navigieren. Und wie sah das aus? Wie so ein G? Das wollte ich nicht. Moment. Nein. Ach Mann. Ich wollte das da wegmachen. Ja, und es ist natürlich links. Ich musste erst das Symbol sehen, damit ich da auch wirklich lang darf. Natürlich. So, Eule. Ich mache das hier immer frei. Wo ist der Hinweis? Was ist das denn? Labyrinth-Chip. Vertausche die Bilder des... Was? Vertausche die Teile des Bildes und stelle es wieder her. Okay, also ich kann die ganz durcheinander hier verteilen. Ach du Schande. Ich probiere das mal so, dass das in der Mitte ist. Ich habe keinen Plan, ob das richtig ist. Das ist auf jeden Fall eine Eule. Hm, das sieht auch gut aus hier. Und dann einmal so. Ja. Sieht schon nett aus. Oh, stimmt da nicht.
So. Nein. Nein, das stimmt nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Erstmal hier ein bisschen rumprobieren. Das sieht schon mal gut aus, würde ich sagen. Nee, das muss, glaube ich, dahin, ne? Dieses kleine Gezackte. Okay. Die kommen dahin. Ja. Und so rum? Ja, sehr schön. Da leuchten die Augen. Alles klar. Dann geht's da lang. Da ist der Dolch. Dann mops ich dir mal eben das hier. Ein Zweig. Und eine Vase fehlt, ne? Da habe ich schon mal den Mond. Hier machen wir einmal sauber. Kann ich hier noch irgendwas machen? Anscheinend nicht. Gut, dann kommt das hier auch erstmal rein. Die Mittsommernacht ist noch nicht vorbei. Ich habe noch etwas Zeit. Gut. Aber ich beende diesen Part jetzt erstmal hier. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt noch geht. Von daher machen wir hier erstmal einen Cut. Ja, wir haben Leschi geholfen. Wir haben den kleinen Bären geholfen. Und ja, wir kommen ganz gut voran. Und die Rätsel finde ich bisher auch sehr gut. Macht auf jeden Fall Spaß. Und das hier ist auch richtig cool. Das ist der Wasserfall. Das ist hier so ein Kopf. Und es sieht aus, als ob er weint. Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über dich freuen. Bis dann, deine Inorepi.